Und Martingo, Kindele, du bist da, wunderbar. Jürgen ist auch da? Ja. Also, Jürgen, so kurz zur Information für das Publikum, ist amtierender Bundeskanzlerin im Treffen. Jürgen Dommerstein, ein ganz großer Boxer hinter Robert Schindels und Mikrofon mal wieder. Junioren, Weltmeister, deutscher Meister. Bleib stehen, der hat auch sagen. Möchtest du den mal Martin und Camille aus Frankfurt begrüßen vom Challenge Club? Einfach für die Unterstützung. So, beginnen wir das Wiegen mit Mantigo. Mantingo bleibt ruhig bei uns hier oben, dass wir noch ein Foto machen können. Komm ruhig nochmal zu. Jürgen, guck mal oben. Und Jürgen Doberstein mit. Das ist gut. 76,9 Kilo. Jürgen, für morgen, was hast du dir vorgenommen, ganz kurz? Mantingo, komm nochmal rauf. Ja, auf jeden Fall möchte ich gewinnen. Ich habe lange mich dafür vorbereitet. Ich freue mich, dass es jetzt soweit ist. Ich will jetzt nicht mehr reden vom Kampf, den wir morgen. Ich denke, es wird entspannt und ein guter Kampf sein. Ja, ich bin gespannt auf morgen. Okay, dann volle Konzentration, Fokus. Wir haben es gesehen, wer der Fußball-Weltmeisterschaft, was das bringt, wenn man sich auf sein Ziel fokussiert. Ich wünsche euch viel Erfolg für morgen. Dankeschön. Machen wir noch für die Presse noch mal kurz ein Foto. Guck mal, so hol dir den mal rüber. Den mal ein bisschen her. So, ist gut. So, und dann haben wir den letzten Kampf für morgen. WBC-Weltmeister Adil Kabayel gegen Peter Böhm. Ich könnte nicht stehen auf Ohren. So, und dann haben wir noch jemanden ganz prominentes hier, nämlich den Wolfgang Franke, den Hauptsponsor. Den Hauptsponsor, genau. Wolfgang, kommst du zu uns? Genau. Prima, du bist heute auch aus Hamburg gekommen. Was erwartest du für morgen? Ja, also die erste Veranstaltung von dem Nico. Und die Kämpfer sehen ja alle super aus. Leider kann man nicht in den Hand treten. Hätte ich gerne gesehen. Also eine schöne Veranstaltung wünsche ich mir uns und herzlich willkommen. Also ich denke, wir schicken Mike jetzt erstmal nochmal einen kräftigen Applaus. Er ist total enttäuscht, dass er hier nicht kämpfen kann. Das ist eine Katastrophe. Und Mike, wir schicken dir ganz viele Krankenschwestern, die dich pflegen und dich wieder reden. Einverstanden? Okay. So, danke Wolfgang.